Nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Da ist irgendwas Süßes drin, was mich nicht anspricht. Ansonsten sind übrigens alle Sachen davon ohne Tierversuche, silikonfrei, parabenfrei und frei von Mikroplastik. Das finde ich schon mal richtig gut und deswegen habe ich auch Bock gehabt, das auszuprobieren. Aber bei der Creme. Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Heute bekommt ihr meine ehrliche Meinung zu den Produkten von Hello Body. Denn ich durfte die austesten. Ich habe die jetzt schon mittlerweile seit 14 Tagen hier. Die wurden mir zugeschickt. Vielen Dank, Hello Body, dafür. Nichtsdestotrotz werdet ihr auf jeden Fall meine ehrliche Meinung bekommen. Egal, ob ich Produkte zugeschickt bekomme, dafür bezahlt werde in Form von einer Kooperation, was jetzt hierbei nicht der Fall ist. Ihr werdet immer meine ehrliche Meinung hören. Das heißt, falls mir ein Produkt nicht gefällt, würde ich keine bezahlte Kooperation eingehen. Nur, dass ihr das wisst. Und in dem Fall ist es auch so, ein paar Produkte gefallen mir und ein paar gefallen mir nicht so gut. Und damit werde ich nicht hinterm Berg halten. Das heißt, wenn euch interessiert, sind die Produkte vor allen Dingen das Geld wert? Weil das ist ja eine entscheidende Frage. Die sind ja sehr, sehr teuer, muss man ganz klar sagen. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. So, ihr Lieben, dann fangen wir jetzt mal direkt an. Und zwar so viel vorab. Ich mache hier keine Morgenroutine, wo ihr Einblendungen am Waschbecken seht. Ich werde euch alles hier direkt vor der Kamera zeigen. Ich habe ein feuchtes Handtuch, womit ich mir das Ganze wieder entfernen kann. Ich habe alles einmal ausprobiert. Ich habe hier wirklich alles angefangen von dem Cleansing Foam zur Matte Mask. Dann ein Scrub habe ich hier, eine Lotion und ganz neu den ihre Winterlotion und die Lippenprodukte. Ich würde mal sagen, ich fange so an mit den Sachen, die ich mir erstmal abwaschen muss. Und dann starten wir direkt mit dem Detox Face Cleansing Foam Coco Fresh. Hierbei gefällt mir der Geruch total gut. Das ist ganz leichter Kokosduft, nicht so extrem. Und für den Schaum gefällt es mir. Ich komme gleich noch zu einem Produkt, da gefällt mir der Geruch nicht so, obwohl der Geruch überall ähnlich ist, sagen wir mal. Die Preise. Also die Preise variieren, je nachdem, ob ihr das einzeln kauft oder im Set kauft. Die Sets lohnen sich immer mehr, aber auch da, wenn ihr ein Set kauft mit Schaummaske und Creme, seid ihr schnell bei 100 Euro. Das muss man natürlich sehen. Falls ihr es dennoch kaufen wollt, ich habe einen Code FrankaCozy, da spart ihr 20%. Ich sage euch so viel vorab, ohne einen Code, ohne 20% Rabatt würde ich es persönlich nicht kaufen. Kein Produkt von denen, weil ich es einfach zu teuer finde. Mit Rabatt finde ich es okay und ich sage euch jetzt auch, welche Produkte ich mir dann gegebenenfalls nachkaufen würde und welche nicht. Weil da sind definitiv mal so und so welche Produkte dabei. Okay, also zum Beispiel dieser Coco Fresh Detox Face Cleansing Foam. Den benutze ich jetzt morgens und abends. Und das Schöne an diesem Reinigungsschaum ist, dass er nicht in den Augen brennt und dass er die Haut unglaublich zart und weich hinterlässt. Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht bei meinem Balea-Reinigungsschaum, wo ich ja immer der totale Fan von war. Ich habe aber irgendwie den Eindruck, dass sie die Formulierung verändert haben und jetzt mittlerweile tut mir das so in den Augen weh, dass ich es nicht mehr nehmen kann. Und deswegen war ich ziemlich froh, dass ich den zugeschickt bekommen habe. Jetzt muss man sagen, wenn man den einzeln kauft, der kostet 30 Euro mit Rabatt dann 26. Es ist eine Stange Geld. Ich muss jetzt mal gucken, wie lange mir das hält. Hier sind 100 Milliliter drin. Ich nehme es schon seit 2 Wochen. Ich glaube, da ist noch sehr viel drin. Man kann das nicht sehen. Es ist Schaum. Ich zeige euch mal, wie der Schaum rauskommt. Der ist nämlich sehr fein. Man kann auch, und das finde ich sehr schön, ganz wenig draufdrücken und dann kommt auch nur wenig raus. Und der Schaum ist also wirklich sehr cremig. Hier seht ihr das, wenn ich das so verteile. Und der hinterlässt ein ganz, ganz tolles Hautgefühl und vor allen Dingen riecht er sehr angenehm mild nach Kokos. Nicht so extrem, nicht so überladen. Und bei dem Schaum finde ich das irgendwie morgens so ein richtig schönes, ja, ein schönes Gefühl einfach. Und auch abends nach der Reinigung. Also auch wenn ich jetzt eine Ölreinigung gemacht habe, nehme ich den meistens noch hinterher. Und was ich noch nie bei einem Gesichtsschaum oder Reinigungsgel hatte, ist, dass die Haut danach weich ist und überhaupt nicht so trocken oder spannend, sondern das ist alles richtig schön. Ein tolles Hautgefühl einfach. Das habe ich noch nie gehabt bei einem Schaum. Deswegen ist das hier, würde ich auch fast sagen, eins meiner Lieblingsprodukte aus diesem Ganzen. So, dann gibt es die Variante, dass man hinterher sich natürlich noch eine Maske drauf macht oder ein Peeling, um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken. Was ich jetzt schon zwei, dreimal ausprobiert habe, ist das Coco Pure Detox Coffee Face Scrub. Das zeige ich euch auch mal. Das sieht so aus, wenn das rauskommt.
Da sind Walnussschalen drin, da sind, da ist, Moment hier, Walnussschalen steht hier und vor allen Dingen Kaffee. Ne? Das riecht ganz extrem nach Kaffee und weniger nach Kokos. Und ihr seht auch hier die Kaffee-Peeling-Körnung. Und das riecht eher nach Kaffee. Also ich mag das total, das morgens zu machen, weil dann hat man so direkt diesen Kaffeeduft im Gesicht. Und es ist auch nicht so grobkörnig, dass es jetzt irgendwie die Haut angreift, sondern es ist auch sehr, sehr schön und sehr angenehm zu nehmen. Also das gefällt mir auch ganz gut. Nur einzeln würde ich mir das nicht kaufen. Finde ich einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt nicht ganz so passend. Im Set mit Rabatt ist es eine Sache, aber es ist ein schönes Face Scrub, da gibt es nichts zu sagen. Es gefällt mir eigentlich sehr gut, ja. Werde ich auch aufbrauchen, also da gibt es gar nichts. Und vor allen Dingen meinem Mann gefällt das richtig gut, weil der ist ein Kaffee-Junkie und wir nutzen das beide unter der Dusche. Kommen wir zum nächsten Produkt, die Matte Detox Mask. Die fand ich super interessant, die sieht nämlich so aus und wie ihr seht, ich habe sie erst einmal benutzt. Ich habe die Sachen auch erst seit 2 Wochen und oh, das riecht ganz angenehm nach Kokosnuss. Das sieht ja wirklich fies aus. Es ist halt Schlamm, ne? Es ist nur eine richtige Schlammmaske. Aber es riecht sehr angenehm nach Kokosnuss. Und wenn ich mir das jetzt hier nehme, ihr werdet auch sehen, das ist so Heilmoor oder sowas. Und wenn man sich das aufträgt, es sieht schon speziell aus im Gesicht, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wenigstens riecht es nicht so, wie es aussieht, weil es sieht ja echt ein bisschen fies aus, aber der Effekt ist ganz schön. Es wird ein bisschen warm und die Haut ist danach richtig super gereinigt. Und das kann man auf jeden Fall einmal die Woche nehmen und das werde ich auch auf jeden Fall aufbrauchen. Also ich bin so zwiegespalten. In so einem Set finde ich es eigentlich okay mit Rabatt. Einzeln ist das alles, finde ich, ein bisschen zu teuer, aber als Set geht es vielleicht. So, was man nach einer Maske aufträgt, ist natürlich eine Creme. Und das ist jetzt das einzige Produkt, was ich nicht mehr weiterverwenden werde. Und zwar ist das diese Detox Daily Face Lotion. Ich kann sie nehmen, aber ich muss sagen, mich stört der Geruch. Der Geruch ist genauso wie in allen anderen, allerdings ein bisschen süßer noch. Und mir ist das zu süß im Gesicht, wenn ich es auftrage. Das verfliegt zwar, aber irgendwie, ich brauche mehr so ein frisches, sauberes Spa-Erlebnis als Creme, wenn da schon Duft drin ist, aber das ist mir irgendwie, ja, nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Da ist irgendwas Süßes drin, was mich nicht anspricht. Ansonsten sind übrigens alle Sachen davon, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ohne Tierversuche, silikonfrei, parabenfrei und frei von Mikroplastik. Das finde ich schon mal richtig gut und deswegen habe ich auch Bock gehabt, das auszuprobieren. Aber bei der Creme ist es so, ich vertrage die zwar, aber die bringt meiner Haut nicht so viel. Ich glaube, das ist halt eine Creme, die ist jetzt für jeden Hauttyp gedacht. Ne? Ist eine Feuchtigkeitscreme mit süßem Mandel- und Kokosöl für eine gesunde und weiche Haut. Gut, aber ich bin Mitte 30. Wenn man jetzt Anfang 20 ist, ist das vielleicht in Ordnung. Zum Beispiel mein Mann liebt den Geruch. Der sagt, boah, das ist ja voll lecker, weil der mag auch so süßes Kokoszeug. Ihn stört das gar nicht. Er wird das auch weiternehmen, weil das wäre ja jetzt auch schade, wenn das jetzt umkommt. Und er hat eine fettige Haut, insofern passt das. Aber ich habe jetzt hier stellenweise echt eine trockene Haut und für mich ist es einfach nicht reichhaltig genug, muss ich wirklich sagen. Aber das ist natürlich eine persönliche Präferenz und ich würde es deswegen nicht weiternehmen, sondern ich halte jetzt eher Ausschau nach ein bisschen reichhaltigeren Sachen. Okay, was ich allerdings wiederum ziemlich cool finde und das ist wahrscheinlich so das erste wirkliche Nachkaufprodukt. Ich hatte mal in einer Glossybox, meine ich, entweder im Adventskalender vom letzten Jahr oder in irgendeinem Box, diesen Coco Kiss Lip Scrub drin. Und der hat mir schon richtig gut gefallen. Und da ist der Geruch auch etwas milder als in der Creme. Anders einfach. Also man riecht immer diesen Kokosnote als Unterton, aber manchmal intensiver und manchmal weniger intensiv. Und dieses Lip Scrub ist halt wunderbar. Damit könnt ihr euch mit diesem Lip Scrub einmal die Woche die Lippen peelen. Das riecht sehr angenehm und dann könnt ihr euch hinterher noch etwas drauf geben. Und das ist jetzt wieder ein Produkt, was ich zugeschickt bekommen habe, nämlich dieses Coco Rich Lip Balm. Und das ist echt super. Das nehme ich auch vor allen Dingen immer abends. Und das riecht nicht so nach Kokosnuss, sondern das ist mehr so vanillemäßig, kann ich gar nicht richtig sagen, aber das riecht sehr schön. Ich weiß gar nicht, hier steht auch jetzt nichts drauf, aber es ist nicht so extrem vanillemäßig, ne? Also diese Kombi finde ich ziemlich schön und ich habe gesehen, es gibt diese beiden als Set für 35 Euro.
ist relativ teuer, aber wenn ihr dann noch 20% Rabatt bekommt, dann ist das ja nochmal so rund 7 Euro günstiger und für 28 Euro würde ich es mir gegebenenfalls schon nachkaufen, wenn ich nicht jetzt was anderes teste. Ne? Ich teste ja eh sehr viele Sachen, aber das finde ich vom Preis okay. Ich habe mir auch schon mal so eine Lippenmaske von Laneige für 20 Euro gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die wirklich besser ist als die. Also finde ich beide gut und vor allen Dingen sind hier keine schädlichen Stoffe drin für die Lippen. Und das finde ich eigentlich auch sehr toll. Ne? Also kein Mineralöl oder sowas, ne? Weil das ist ja immer schwierig, gerade in der Lippenpflege. Okay, das heißt also, diese drei Sachen sind eigentlich so meine Favoriten. Und jetzt habe ich noch eine letzte Sache. Die zeige ich euch gleich von Hello Body. Ich wollte euch aber zwischendurch noch eine andere Sache zeigen, die gut hier reinpasst. Weil jetzt kommen wir nämlich gleich zu einer Körperlotion. Und bevor man eine Körperlotion macht, macht man ja meistens war man duschen oder man geht baden. Und zum Thema Baden habe ich noch was Cooles zugeschickt bekommen. Und das wollte ich unbedingt jetzt einfach, weil es thematisch passt, in das Video integrieren. Und zwar bin ich bei Octoly und da kann man sich Sachen bestellen, die man gerne mal testen will. Und jetzt konnte ich das natürlich noch nicht testen, weil ich es euch erstmal zeigen will. Danach ist es nämlich aufgebraucht quasi. Und zwar geht es um die Juwel-Badebombe. Ich weiß nicht, Juwelkerze ist vielleicht einigen von euch schon ein Begriff. Das heißt, in dieser Kerze ist ja immer irgendwie ein Schmuckstück drin, wenn die abgebrannt ist. Und genauso ist das jetzt hier mit dieser Badebombe. Boah, allerdings riecht das schon, das riecht man schon, wenn es rauskommt. Ziemlich cool. Das ist hier so eine goldene Badebombe. Da sind richtige Goldpartikel drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist echt cool. Und wenn sich das dann aufgelöst hat, ist eingeschweißt ein Schmuckstück drin und wahrscheinlich ist es ein Ring. Und dann kann man auf die Seite von denen gehen und gibt den Code irgendwie, der dann mit dabei ist, gibt man ein und dann sieht man, wie hoch der Wert ist. Und das finde ich total cool. Und ich freue mich, das jetzt unbedingt zu machen, aber ich wollte es euch halt erstmal vorher zeigen, weil sonst ist es weg und dann habe ich nichts mehr. Da war nämlich nur eine dabei. Und das riecht irgendwie nach Jasmin, riecht ganz angenehm und das ganze Bad ist dann auch so goldig, ne? Also das Badewasser. Da habe ich gedacht, das ist natürlich ziemlich cool. Und da ich mich jetzt nicht filmen wollte in der Badewanne, zeige ich euch das einfach so. Also ziemlich toll. Und auch da habe ich, meine ich, einen Rabattcode. Den schreibe ich euch unten in die Infobox rein und alle Infos auch dazu, falls euch das interessiert. So, das war der Part mit der Badebombe. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt von Hello Body. Und zwar haben sie mir auch netterweise, und das finde ich auch ziemlich schön, die Cozy Winter Nourishing Body Cream zugeschickt. Und die ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich trage sie mir mal auf. Die riecht wirklich nach Weihnachten. Und das ist ein echt angenehmer Geruch. Und da freue ich mich gerade jetzt zur Weihnachtszeit, ist das wirklich schön. Also kann man gar nicht beschreiben. Nach Zimt, würde ich sagen, und noch diversen anderen Sachen. Da ist Mangokernöl drin. Und die schimmert auch so leicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Sind auf jeden Fall so leichte Schimmerpartikel drin. Das kann man wahrscheinlich nicht sehen, aber es ist sehr, sehr schön und gefällt mir richtig gut. Also, diese Creme ist toll. Wenn man die vielleicht im Set bekommt, ist es auch noch gut. Okay, so. Also, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Meine Meinung zu den Produkten, wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen. Diese Lippensachen finde ich ziemlich gut, vor allen Dingen, weil sie eben ohne schwierige Inhaltsstoffe sind. Und am meisten angetan, weil das wirklich etwas Spezielles ist, bin ich von diesem Cleansing Foam. Ja, weil die Haut einfach danach wirklich nicht so trocken ist, sondern sich richtig gut anfühlt. Das gefällt mir total gut. Und die Creme finde ich auch noch okay. Die anderen Sachen finde ich in Ordnung, aber die hauen mich jetzt nicht von den Socken. Wenn euch das Video aber gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann verlinke ich euch hier nochmal zwei meiner letzten Videos und hier könnt ihr abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann!